Zum zweiten Tagesgespräch bei Phoenix, dem politischen, begrüße ich Herbert Reul, den Innenminister von Nordrhein-Westfalen. Grüße Sie dort in Düsseldorf. Schönen guten Morgen. Wir haben es ja gerade gehört von Ayman Maciek. Muslime haben Angst und Zukunftssorgen und sind nicht nur Muslime in Deutschland. Sie als Innenminister eines großen Staates, was löst das in Ihnen aus und welche Erkenntnisse ziehen Sie denn jetzt auch aus Hanau und welche Maßnahmen leiten Sie daraus ab? Das erste ist das fassungslose Erschrecken, das Stückchen Gefühl von, wie kann man jetzt den Menschen helfen, deren Familien davon betroffen sind. Und dann natürlich der Hinweis und die Nachfrage immer, haben wir früh genug, haben wir genug getan, haben wir es ordentlich genug getan, was kann verbessert werden? Weil die Frage muss ich, glaube ich, Sicherheitspolitik immer stellen. Wir wissen alle, dass wir so etwas wie hundertprozentige Sicherheit nicht herstellen können. Das haben wir auch bei all den islamistischen Terroranschlägen immer wieder betont. Aber wir müssen möglichst viel Sicherheit organisieren. Und da stellt sich die Frage natürlich, ob das, was wir tun, das Richtige ist und an welchen Stellen wir auch nachschärfen können. Ja, und wir haben ja gerade auch den Appell von Ayman Maciek sehr deutlich vernommen. Der hat gesagt, hier muss mehr geschützt werden, hier muss tatsächlich mehr getan werden. Hat der Staat beim Schutz versagt oder kriegt man dann solche Einzeltäter einfach gar nicht in den Fokus? Ja, die Frage zu beantworten ist ungeheuer schwer, fällt mir ungeheuer schwer, weil objektiv ist es so, dass Täter dieser Art, wie die in Hanau, da hat man keine Chance vorher zu wissen, dass es die gibt. Das sind eine Mischung aus rassistischen Fanatikern, ideologisch beseelt, auf der anderen Seite aber auch psychisch angeschlagen. Der Mann ist nie irgendwo in irgendeinem System bei uns aufgeschlagen. Wir hatten, soweit ich das bis heute sehe, keinerlei Informationen, so konnte man den gar nicht im Blick haben. Das ist das objektive Problem, was wir haben. Und diese Fälle haben wir sowohl im islamistischen Bereich als auch im rechtsextremistischen Bereich immer öfter. Und es macht uns relativ große Sorgen. Denn natürlich, die Masse derjenigen, die unterwegs sind, die Hass säen, die radikale Parolen bringen, ist viel, viel größer geworden dadurch, dass es das Internet gibt. Früher trafen sich ein paar Leute im Hinterzimmer unter der Fahne, schwärmten von gestern. Wir haben einen hingeschickt, der hat aufgepasst und dann war es das. Und heute findet das tausendfach oder zehntausendfach im Netz statt. Und das ist die erste Hausaufgabe für uns als Politik oder als Sicherheitsbehörden noch besser gesagt. Wie können wir, mit welchen Methoden können wir möglichst viel davon zur Kenntnis nehmen und auch bewerten? Und wir werden an der Frage nicht vorbeikommen, nicht länger uns vorbeimogeln können, dass das mit Manpower alleine, mit Menschen, die da vor den Apparaten sitzen, nicht zu schaffen ist. Wir brauchen technologische Hilfen. Wir müssen Möglichkeiten haben, ein Stück diese Berge an Informationen klassifizieren zu können, sortieren zu können. Das ist eine der Hausaufgaben, die wir haben. Und dann bleibt trotzdem immer noch die zweite übrig. Und das muss dann der Sicherheitsbeamte selber machen, der Polizist, derjenige, der da unterwegs ist, das zu bewerten. Wir müssen schauen, wo sind Verbindungen, sind das Gruppen? Aber nehmen Sie den Fall von gestern, das war gar keine Gruppe wahrscheinlich, sondern es war wahrscheinlich ein Einzelner. Also es bleibt eine dauerhafte Aufgabe. Ich glaube auch, dass die Politik schon sehr, sehr viel getan hat. Und ich muss sagen, dieses nach jedem Vorfall immer nur klagen, was wir zu wenig tun, hilft mir auch nicht mehr allzu viel weiter. Ich finde, lasst uns mal angucken, was wir machen. Und Sie werden überrascht sein, wie viel schon passiert. Und trotzdem immer wieder sagen, wo müssen wir nachschärfen, noch besser werden, noch ein Stück mehr machen. Wo ist noch eine Ecke, die wir nicht lösen können, zum Beispiel, weil die Rechtsgrundlagen fehlen. Ja, also wenn Sie jetzt nach Hessen schauen, da sind natürlich jetzt so ein paar Dinge passiert, die sich in der Summe dann schlimm anhören. Was läuft in Nordrhein-Westfalen eventuell besser oder haben Sie die gleichen Probleme wie in Hessen? Ach, wissen Sie, auch diese Debatten, was läuft wo besser und wer macht es, wer schlechter, hilft ja keinem. Wir müssen uns unsere Situation angucken. Wir haben bei uns in Nordrhein-Westfalen jetzt nochmal entschieden, das vor ein paar Monaten erst, dass erstens dieser Rechtsradikalismus bei uns im Verfassungsschutz ganz nach vorne kommt. Zweitens, wir haben zweitens im Landeskriminalamt oder sind dabei, jetzt eine Einrichtung zu schaffen, GETAZ. Das heißt, wir werden dann versuchen, alle die Menschen, die wir kennen, rechtsradikalen Bereich, rechtsextremistischen Bereich, schärfer unter die Lupe zu nehmen. Verfassungsschutzpolizei sollen das gemeinsam bewerten. Wir werden im Verfassungsschutz mit Technologien, das ist jetzt ein Anfang, sicherlich noch kein Endpunkt, einfach stärker diese Mengen bewältigen zu können, haben da auch noch ein paar Menschen, also Personal mehr eingesetzt, das allerdings schon
lange vor dem Vorfall, der jetzt passiert ist. Übrigens, wahrscheinlich ist noch dramatischer das, was vor ein paar Tagen passiert ist, als wir aufgedeckt haben, dass es ein Netz gibt von Menschen, die sich verabreden, also Organisationen im Netz. Das ist dann noch gefährlicher als der Einzeltäter. Aber das eine ist genauso schlimm wie das andere. Ein Zitat von gestern, der Kampf des Staates gegen den rechten Terror sollte so sein wie damals gegen die RAF. Und wenn dann der Vorwurf in diesen Tagen immer wieder natürlich laut wird, und dann müssen Sie sich auch öfters wahrscheinlich anhören, auf dem rechten Auge blind zu sein. Das muss Sie doch nicht nur traurig, sondern auch fast wütend machen, oder? Ja, weil es falsch ist. Aber wissen Sie, diese Streitereien und diese auch manchmal parteipolitischen Vorwürfe, die dann immer kommen, wenn was passiert ist, das sind so Rituale, die erlebe ich in meinem politischen Leben schon relativ lange. Und ich ertrage sie einfach und sage, die Leute haben uns nicht dafür gewählt, dass wir uns gegenseitig beschimpfen, sondern dass wir uns kümmern. Dass wir einfach Stück für Stück unseren Job machen. Und ich glaube, dass wir in Nordrhein-Westfalen, soweit ich die letzten 2,5 Jahre überblicken, schon eine ganze Menge gemacht haben. Immer, ich wiederhole, man kann immer noch besser werden. Dann hoffen wir, dass alles besser wird und dass die Menschen nicht mehr in Angst und Sorge leben müssen in der Zukunft. Dankeschön nach Düsseldorf, Herbert Reul, der Innenminister. Ich bedanke mich auch.